Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lazy Nails. Heute möchte ich mit euch dieses Design machen, was ja eigentlich auch ganz gut zum Valentinstag passt. Als allererstes müsst ihr natürlich erstmal euren Nagel grundieren in der Farbe, die ihr gerne möchtet. Ich empfehle euch für dieses Design am besten ein paar Nude-Töne. Ich habe hier Sandstorm genommen und jetzt brauchen wir ein paar Goldflakes. Wer keine Goldflakes hat, alternativ könnt ihr das natürlich dann auch mit solch einer Folie machen. So, wir nehmen uns mal hier ein paar Flöckchen raus. Ich habe die Farbe schon ausgehärtet und wir machen das auf der Schwitzschicht. So, ich nehme das einfach hier aus dem Deckel. Das funktioniert ganz gut. Soll eigentlich ja auch nur so ein paar kleine dezente Akzente setzen. Dezente Akzente, das ist auch schön gesagt. Mehr möchten wir gar nicht. So, ich drücke das immer noch mal so ein bisschen fest, dass es nicht hoch steht. Jetzt sieht das Ganze so aus. Der nächste Schritt ist, ihr braucht entweder so ein Schwämmchen-Tool oder ihr macht das wie ich, holt euch ein Make-up-Schwämmchen und schneidet davon immer ein paar kleine Zipfel ab und klemmt es einfach so an eine Pinzette. Jetzt nehmt ihr euch einen dunkleren Braunton und damit wird jetzt unser Nagel, ich muss das mal ein bisschen anders hier einklemmen, damit wird unser Nagel jetzt umrandet, um dem Ganzen so einen Vintage-Touch zu geben. So sieht das Ganze jetzt aus und das Ganze muss jetzt auch einmal ausgehärtet werden für 30 bis 60 Sekunden. Jetzt geht es direkt weiter mit dem Schriftstamping. Das stempeln wir in Schwarz. Und für all diejenigen, die immer Schwierigkeiten haben, das Motiv nach dem Stempeln auf den Nagel zu bringen, ich lasse einfach die Schwitzschicht auf meinem Nagel drauf. Dadurch hat der Nagel an sich nochmal eine eigene Klebkraft. Klebkraft. Und das Motiv haftet viel besser dann noch auf dem Nagel. Seht ihr? Ganz einfach, ganz schnell. Und jetzt kommt nochmal Trick 17. Denn oft ist es so, wenn man gestempelt hat und anschließend versiegelt, hat man so blöde Löcher. Und um die zu vermeiden, machen wir jetzt einfach eine Schicht ein Phasengel noch über den Nagel. Ganz, ganz dünn, ganz, ganz fein. Und lassen das dann erstmal aushärten. Ich muss nur eben den richtigen Pinsel mal eben raussuchen. Naja, nehmen wir einfach den. So. Denn wenn man stempelt, hinterlässt manchmal der Stamper einen Film auf dem Nagel, so ein bisschen ja wie so eine Art Klebefilm, oder aber auch ist der Lack so ein bisschen klebrig und das mögen viele Versiegler nicht. Und darum mache ich jetzt meistens, wenn ich stemple, noch mal eine dünne Schicht ein Phasengel vorher drüber, oder aber ich cleanere ganz leicht den Nagel ab. Das wollte ich jetzt hier in dem Fall aber nicht machen, weil ich noch eine Schwitzschicht drauf habe und Angst habe, dass ich mir dann das Motiv dann wieder vom Nagel runternehme, wenn ich die Schwitzschicht entferne. So, der Nagel ist jetzt ausgehärtet. Ich habe die Schwitzschicht nach wie vor drauf gelassen. Jetzt geht es weiter mit den Rosen. Und da nehme ich mir diese hier. Und auch da lasse ich jetzt einfach die Schwitzschicht drauf. Umso einfacher lässt sich dann zum Beispiel auch das Motiv nochmal bewegen. So. Da ich immer mit Handschuhen arbeite, kann ich hier auch trotzdem noch schön drauf rumditschen. Ich schmiere jetzt sozusagen die Schwitzschicht, die ich jetzt am Handschuh habe, einmal hier über den Sticker. Ich
lasse das Ganze nochmal 30 Sekunden, eigentlich würden wahrscheinlich auch 10 reichen, aber sicher ist sicher, nochmal 30 Sekunden kurz anhärten und anschließend wird der Nagel versiegelt und ist auch schon fertig. Sicherlich würden sich da auch noch so ein paar Schnörkelchen ganz gut machen, aber das könnt ihr ja dann selber einfach mal ausprobieren, wie das aussieht. Jetzt für dieses Video bleibt es einfach bei diesem Design. Und fertig ist der Vintage-Nagel, passend zu den anderen Nägeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dieser Vintage-Look kommt noch mal am besten, wenn ihr matt versiegelt statt glänzend. Aber das ist ja auch reine Geschmackssache. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Design und ihr habt Spaß daran, es nachzuarbeiten. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Habt noch einen schönen Abend und vor allen Dingen bleibt alle gesund. Bis dann. Tschüss.